Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Hier bei unserer Akazienfarm, die wir letzte Folge gebaut haben. Und heute wollen wir uns darum kümmern, wie das Holz, das da aus dem Schlitz da rauskommt, zum Blast Chamber wandert. Und weil die Akazien ja krumm wachsen, kann es sein, dass wir pro Baum auf einer Höhe zwei Stammblöcke bekommen. Das heißt, wir müssen eigentlich zweimal rausschieben. Und drum werden wir dann hier draußen quasi aus einem Blockstrom einen Blockstrom machen, der 2 breit ist. Aber vielleicht schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Ist vielleicht einfacher, sich das dann vorzustellen. Der Mechanismus hier hinten ist nicht allzu kompliziert, darum hoffe ich, kann ich das auch verständlich erklären. Aber hier haben wir einen Observer und der steht gleich neben dem, dem Holzstrom. Das heißt, jedes Mal, wenn wir da Holz vorbeischieben, wird das hier detektiert, powert diesen Block und dann bekommen wir ein Signal hier durch. Hier haben wir 4 Ticks Delay und hier haben wir noch einen. Und dann geht das ganze Signal da oben durch, nach oben, und das powert dann diese Pistenwand. Und wenn wir das Ganze von der anderen Seite anschauen, dann können wir sehen, wenn wir jetzt hier einen Block platzieren, sehen wir, die ganze Wand bewegt sich oder pusht nach vorwärts, und zwar nicht gleichzeitig, sondern zuerst diese Seite und dann diese Seite. Und dadurch können wir die Holzblöcke, die da reinkommen, möglicherweise zwei Blöcke tief pro Baum, den wir wachsen, können wir hier in einen zwei breiten Strom umlegen. Gut, aber ich denke, für die TNT-Kammer sind wir noch etwas zu nahe hier dran. Das heißt, wir müssen das Ganze noch etwas in diese Richtung rausschieben. Das heißt, wir brauchen nochmal sowas Ähnliches wie hier. Hier auf dieser Seite haben wir nochmals dasselbe Setup oder fast dasselbe. Denn hier sind die Pisten etwas versetzt. Um die Blöcke ums Eck zu bringen, aber das macht letztendlich nichts aus. Hier hinten haben wir wieder 4 Ticks und dann da hinten nochmal einen und dann geht das Redstone-Signal über Glas da nach oben und auch hier. Wenn wir einen platzieren, sehen wir die Pisten, die feuern und werden da den Strom schön nach vorne schieben. Und das heißt, hier vorne können wir dann unser Blast Chamber mit TNT-Duplikation oben machen. Gut, das sollte es sein, was das Rausschieben von den Blöcken anbelangt. Ja, sieht doch gut aus. Und das war es dann auch schon von dieser Folge. Heute mal etwas kürzer. Aber es
es kann ja nicht alles lang sein, wie ich das üblich mache. Und dann werden wir sehen, ob wir nächstes Mal schon dazu kommen, hier die ersten Akazien zu ernten. Denn sobald wir das Blast Chamber haben, dann ist diese Farm einsatzbereit. Alles, was dann noch fehlt, ist ein Gebäude drumherum. Aber alles zu seiner Zeit. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.